BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Bahn macht ernst. Heute Morgen haben rund 2500 Polizisten den Stuttgarter Schlossgarten geräumt und abgesperrt. Am Nachmittag wurden bereits erste Bäume gefällt. Laut Stuttgarter Polizei verlief der Großeinsatz weitgehend friedlich. Nur wenige hundert Stuttgart 21 Gegner hätten Widerstand geleistet. Eine Person wurde wegen Besitzes von Knallkörpern festgenommen. Polizeipräsident Thomas Züfle zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Einsatzes. Die Parkschützer sprachen indessen von einem Armutszeugnis für die grün-rote Landesregierung. Nicht unweit davon hat der Stuttgarter Landtag heute den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Der Haushalt für 2012 steht, Grüne und SPD haben ihn heute festgezurrt. Sein Volumen beträgt fast 39 Milliarden Euro. Das Land kann sich über Rekordsteuereinnahmen freuen. Die Opposition aber warf der grün-roten Koalition gerade deshalb eine unseriöse Finanzpolitik vor. Von Nachhaltigkeit im Haushaltsplan keine Spur. Und die Rolle des Finanzministers erinnert an das Märchen vom Hans im Glück, der einen Goldklumpen geschenkt bekommt und dann anschließend so ungeschickt agiert, dass er am Ende mit leeren Händen dasteht. Und genauso ist es mit Nils im Glück. Trotz Rekordsteuereinnahmen schaffe es Grün-Rot gerade noch so, die Neuverschuldung zu vermeiden. Rülke kritisierte die Erhöhung der Grunderwerbsteuer und die grün-rote Stellenpolitik bei gleichzeitigen Einschnitten bei den Beamten. Denn bei den kleinen Beamten wird gespart, während sie selbst massiv die Stellen ausweiten bei den Häuptlingen. Ihr Verhalten erinnert an einen Alkoholiker, der den Kindern ans Sparschwein geht, damit er neuen Schnaps kaufen kann, meine Damen und Herren. In der Kritik stand zudem der grün-rote Kurs beim Länderfinanzausgleich. Die Opposition forderte eine klare Linie, keinen Wackelkurs. Wirtschafts- und Finanzminister Nils Schmid, SPD, wies die Kritik zurück. Wenden wir uns nicht den Märchen der Opposition, sondern der harten Realität des Landeshaushalts 2012 zu. Und die Kernbotschaft dieses Haushaltes ist es, nach 2011 schaffen wir auch 2012 einen Haushalt ohne neue Schulden. 380 Millionen Euro spart Grün-Rot ein, 130 Millionen bei den Beamten, 250 Millionen in den Ministerien, bei Ausgaben in Höhe von 800 Millionen. Damit will das Land unter anderem Landesgebäude und Straßen sanieren und die Studiengebühren abschaffen. Beim Länderfinanzausgleich soll es eine Reformkommission aus Vertretern von Bund und Ländern richten. Schmidt setzt nach wie vor auf eine Verhandlungslösung. Und wir lassen uns da nicht öffentlich unter Zeitdruck setzen. Wer meint, er könne vor 2019 große Veränderungen erreichen, der lügt sich was in die Tasche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei einem sind sich Regierung und Opposition aber einig. Eine nachhaltige Konsolidierung ist nur mit einem neuen Länderfinanzausgleich möglich. Die Mehrheit der Fraktionen des Stuttgarter Gemeinderats hat den Verkauf von 21.500 Wohnungen der LBBW Bank an die Augsburger Patrizia AG scharf kritisiert. Die CDU bemängelte, beim Verkauf habe der Profit eine größere Rolle als der Wille der Mieter gespielt. LBBW-Chef Vetter verteidigte die Entscheidung. Der Verkauf an die Patrizia AG sei rechtlich zwingend, da sie 30 Millionen Euro mehr geboten habe als das Baden-Württemberg-Konsortium, über das sich Stuttgart die Wohnungen sichern wollte. Ministerpräsident Kretschmann hält die Entscheidung für plausibel. 30 Millionen ist ja nun ein Haufen Geld. Also ich jedenfalls nach den Vorgaben, wenn die anderen Forderungen mit erfüllt sind, muss die Bank das so machen. Sonst verstößt es ja gegen die Vorgaben. Auf der Schwäbischen Alb sind derzeit neue Pumpspeicherwerke im Gespräch. Der Regionalverband Neckaralb prüft rund 40 Standorte. 5 sind in der engeren Auswahl, unter anderem Mössingen, Bullerdingen und Hechingen. Ende 2012 soll auch das Verkehrsministerium die besten Standorte geprüft haben. Bereits in 3 bis 4 Jahren könnte der Bau eines Kraftwerks beginnen. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.